Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Drei Fragezeichen Orakel am 18. April 2019. Erste Frage ist, was denkt er? Zweite Frage ist, wie fühlt er sie sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Die erste Frage war, was denkt er? Und dieses Geheimnis ist hier verborgen. Er möchte Sicherheit, Stabilität haben. Und er vermutet, dass euren Schicksals wegen kreuzen sie sich. Mindest er beobachtet das und sucht eine Begegnung, ohne davon etwas zu sagen. Jetzt schauen wir seine Gefühle an. Nach außen muss er so tun, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre. In Wirklichkeit will diese Rolle gar nicht spielen, weil ihm geht es nicht gut und damit stoßt in seinen eigenen Grenzen. Was vermittelt er? Ihr könnt sicher sein, dass bald kommt eine Nachricht, auch schriftlich, aber auch mündlich. Es wird etwas geklärt und das bekommt eine Struktur. Die heutige Energie ist, diese beiden Herzen, und es ist schon eine Liebesbotschaft, diese Liebespaar, die zwei Herzen, also etwas ist zum Erwarten, eine Liebesnachricht, eine schöne Begegnung oder diese Vertrautheit. Und jetzt klären wir die Gefühle mit dieser Gefühlsklärungskarte, was eigentlich für Kinder gemacht wurde, aber ich finde das so niedlich und das lese ich jetzt vor. Ich bin der starke Stier. Ich bin selbstbewusst und kann alles schaffen, wenn ich an mich selbst glaube. Und diese Glaube brauchen wir auf jeden Fall. Und das war die drei Fragezeichen Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Und in diesem Video erkläre ich, was war in früheren Leben, was ist Karma überhaupt, was passiert nach dem Tod, was ist das Sinn des Lebens. Was bedeutet eine Seelenreise und wann beginnt das Leben überhaupt? Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis. Und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.